So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Unboxing und ich habe heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Erstens riecht es hier gerade mega nach Urin, weil der Adi gerade auf der Toilette war und hat einfach gepisst, ja. Und dann habe ich hab das jetzt zugemacht, weil der ist diesmal einfach gegangen. Vielleicht hat er sich beobachtet gefühlt. Normalerweise ist er immer sehr sorgfältig und macht da alles weg. Aber das ist eine andere Geschichte, denn der Anfang passt original zu diesem Paket, was ich jetzt bekommen habe. Ich habe letztens nämlich bestellt, ihr wisst am Montag, wir gucken immer bei Natururin rein auf den Kanal. Ich bin mit Natururin schon wandern gewesen, wir haben seinen Geburtstag gefeiert. Ich bin ja gespannt, wann wir uns wiedersehen. Ich möchte ja unbedingt mit Natururin nochmal irgendwo so einen Overnighter draußen machen, irgendwo in einem Lost Place und im Wald, in der Klärgrube, irgendwo wird sich sicherlich das nochmal finden. Und Natururin hat jetzt einen Merchandise-Shop direkt auf seinem YouTube-Kanal integriert. Da habe ich mich nicht lumpen lassen. Ich habe eigentlich so ein weißes Shirt von Natururin mit Bierpower und ein rotes Unterhemd mit Bierpower, was ich auch bei der Wanderung anhatte. Und ich möchte jetzt, die Schere brauche ich wahrscheinlich gar nicht, habe mir im Merch-Shop auf YouTube bei Natururin, seinem Kanal, jetzt Merchandise bestellt von Natururin. Und was das ist, möchte ich euch jetzt zeigen. Zum einen haben wir hier, pass auf jetzt, ich muss mal gucken, mit was ich hier anfange. Das erstmal raus, dann muss ich erstmal gucken, wie groß das ist. Das müsste ein Kissenbezug sein. Ein Kissenbezug, wo drauf steht Farbe Urin. Wer wollte nicht schon immer sowas haben? Ich habe mir auch zwei Kissen gleich mitgebracht, weil ich das mal da reintun will. Wir haben hier so ein schwarzes, böses Kissen, das ist sehr flauschig mit einer Katze drauf. Vielleicht können wir das da reinpacken, sodass wir hier einen schönen Bezug drum haben und dann so ein richtig wuscheliges Kissen, das passt auch gut, weil wenn die Katze auf dem Klo war, riecht ja alles nach Urin. Jetzt ist die Katze nicht auf dem Klo, sie ist jetzt in dem Kissenbezug drin, wird hier zugemacht. Und jetzt habt ihr ein richtig schönes Farbe-Urin-Kissen, was ihr zum Schlafen nehmen könnt, zum Drauflegen. Es hält die Wohnung ungemein auf, weil es ist nicht mehr dunkel, es ist nicht mehr schwarz, es ist Farbe-Urin. Passend dazu, pass auf, habe ich mir in letzter Zeit, jetzt wo ich keine Haare mehr habe, ziehe ich einmal hier ein Cappy auf mit einem Pikachu drauf. Das hat mir Pupsi damals besorgt. Habe gesehen, es gibt auch von Natururin Cappies. Habe jetzt einfach ein Natururin Cappy bestellt. Das ist hier so ein Snapback, ein rotes mit schwarz, schwarzer Dings, rotes Kopf. Und ihr habt ja auch das Beer Power Logo drauf. Also da bin ich mal gespannt. Cappies und so, wie das dann wirkt, wenn du unterwegs bist. Ja, das muss ich wahrscheinlich auch hier ins letzte Loch machen. Oh mein Gott, das ist aber eng. Passt das auf meinen Nussschädel drauf? Wie wirkt das, wenn man dann so ein Natururin-Cappy hat und draußen rumläuft? Vielleicht noch mit dem roten Natururin-Hemd passt es vielleicht besser dazu. Ansonsten kann man das natürlich auch vorwärts aufsetzen. Ist halt eine rote Farbe, sieht auf jeden Fall besonders aus. Ihr fallt auf, wenn ihr draußen unterwegs rumlauft und sagt, ich trinke meinen Wiekühler. So, es gab verschiedene Farbkombinationen. Ich habe mich jetzt einfach für die entschieden, dass ich da nochmal was anderes habe zum Wechseln. Und das dritte, was auch ganz besonders ist, ist dieses hier. Nämlich, ich habe schon zwei T-Shirts, wie gesagt, habe mir jetzt ein drittes T-Shirt bestellt. Passend dazu auch ein T-Shirt Farbe Urin. Ich glaube, ich habe nämlich noch kein einziges gelbes T-Shirt in meiner Sammlung. Also habe ich jetzt einfach ein gelbes T-Shirt, passend mit Farbe Urin drauf für Natururin. Und wenn das von mir wäre, ich würde das selber gar nicht anziehen. Das wäre mir total peinlich. Aber es ist ja ein Natururin-T-Shirt, Farbe Urin. Und das heißt, damit sehe ich bestimmt aus, als wäre ich gerade irgendwo ausgebrochen. Aber das passt sogar. Schwarze Schrift, weißes Shirt, schwarze Hose, gelbe Schuhe. Jetzt weißes Shirt, gelbes Shirt und noch die Mütze dazu. Und so bin ich jetzt ein richtiger Farbe-Urin-Guy, guckt euch das an.
Sieht aus wie Beast Kitchen hier und wie alles andere. Farbe Urin. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir sogar noch die Tasse hole. Aber ich habe so viele Tassen und ich trinke nie aus einer Tasse. Trotzdem habe ich so viele Tassen. Also habe ich mir lieber das Shirt geholt, dass ich das irgendwann mal anziehe bei irgendeinem Pokémon-Video oder beim GoFace Team Gelb. Farbe Urin, erkennt man mich. Letztes Jahr GoFace, also dieses Jahr GoFace, habe ich meinen Natur-Urin-Fummel angehabt. Beim nächsten Mal GoFace muss ich dann mein Farbe-Urin-T-Shirt anziehen, damit man Natur-Urin präsentiert und gleichzeitig Werbung macht und gleichzeitig Team Gelb ist. Wie findet ihr das Merch? Habt ihr auch Natur-Urin-Merch zu Hause? Guckt mal in die Beschreibung, da ist sein Shop nochmal verlinkt, falls ihr auch was von Natur-Urin möchtet. Ich habe mich nochmal eingedeckt, das wird mein neues Kissen jetzt, mit dem ich auf dem Sofa chille. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Yeah.